So, willkommen zu einem kleinen Let's Test von Torchlight. Wie heißt das? Ich glaube, es wird genauso ausgesprochen. Auf jeden Fall ist das Teil 2 davon. Es ist leider eine Demo-Version erstmal, nur um zu gucken, was es überhaupt so ist. Ja, das ist ja ein Rollenspiel. Ich habe schon eine Figur angefangen. Singleplayer machen wir jetzt mal einfach. Sagen wir mal, so eine Art Diablo ist das. Viele haben sich gleich schon da informiert drüber. Viele kennen das. Das war nämlich eine sehr große... Eine sehr große, umstrittene Frage. Diablo oder das hier? Das ist ja immer noch ziemlich laut. So. Safe. So. Ich danke Ihnen für Ihre Warnung, aber es ist zu spät gekommen. This Alchemist has already come and gone. Was holen wir uns? Neue Waffe? Ja, komm, holen wir uns neue Shotgun hier. Das ist also auf Englisch jetzt. Das deutsche Patch sollte, glaube ich, schon draußen sein oder ist schon draußen. Hier kann man was kaufen, Mana-Tränke, Heiltränke. Gut. Das ist so, glaube ich, die erste Stadt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mal kurz angezockt, wie gesagt. Und, ey, kann man angeln? Kein Fisch, aha, okay. So, was ist das? Sieht aus wie eine Tagesquest. Aber nee, Skill resetten. Also kannst du deinen Skill wieder resetten, den du hast. Aber ich habe gar keinen Skill. Und wir sollen jetzt hier mit dem Typi quatschen. Der hat noch eine Quest für uns. Der hat noch ein bisschen was an Rüstung für uns. Nehmen wir die Oma mit an. Und der Stern zeigt uns auf der Minimap, wo wir hin müssen. Hier sind wir halt in das nächste Gebiet, Level 3 bis 4. Und wir sind, glaube ich, wo haben wir das gesehen? Level 3. Hier kann man ein bisschen die Attribute noch hoch pushen. Damage mache ich mal hoch. Ich bin so ab wie ein Jäger. Eine Jägerklasse habe ich erstellt mit einem Pet. Chill. Ich mache jetzt einfach mal mein Damage hoch. Volle Lotte hoch damit. Und dann gehen wir mal ins nächste Gebiet. Also holt euch das Spiel, definitiv. Also wer Diablo mag, mag dieses Spiel bestimmt auch. Und es ähnelt. Es ähnelt sehr stark, natürlich. Sieht man schon alleine hier unten in den zwei Gläsern. Das ist schon ein Zeichen. Mana habe ich hier so einen Kettenangriff. Ja, da sammeln wir auch mal auf die Steine. Nichts drin. Ich habe eine Katze als Pet. Ja, das ist... Das erinnert mich aber ein bisschen so an Anime-Manga. Ah, geil gemacht ist es auf jeden Fall. Ich laufe mal immer geradeaus. Da hinten der. Oh, guck, er schießt trotzdem den nächsten Gegner, der bei mir in der Nähe ist, schießt er immer, statt... das Kette, zack, hat den nächsten getroffen. Ich kann auch normal schießen mit meinen Guns. Apropos, schießen. Ich muss die Waffe gleich noch anziehen, neue. So. Ah, eine Urne. Urn. Ja, out of Mana, kein Mana mehr. Aber wir ballern die schon so weg. Das ist nicht so schwer. Na. Ey. Also die Mobs sind nicht schlecht gemacht. Die sehen fett aus. Ah, Rüstung, jetzt gucken wir mal auf C, unser Equipment. Wo kann man das denn jetzt genau nachgucken? Das muss ich jetzt nochmal austesten. Mit I. Gut, wir haben hier für den Hund. Ne, das war jetzt für mich. Das ist ja jetzt stärker. Warte mal, die habe ich angehabt. Ich habe hier zwei normale Pistolen vom gleichen Level. Dann habe ich hier einen Hammer und eine andere Pistole mit eine grüne Pistole. 37 Damage pro Sekunde, Gegensatz zu meiner, die nur 18 macht. Ja. Noch ein bisschen was an Stats drauf. So. Jetzt kann ich aber von... habe ich... Aha. Eine von der und eine von der an. Das sieht man hier oben. Ne, nur von der. Das ist eine zweihändige, weil es ein Shotgun ist. Haha. Das ist schon clever. Das ist halt eine einhändige. Aber... 32 Damage ist ungefähr fast dasselbe. Ja, komm, lassen wir die mal als Zweihänder. Egal. Hier hat das zwei Sockel oder was?
Das kann man sockeln. Dann habe ich hier noch ein bisschen neue Rüstung, grüne schon. Den Rest lasse ich mal so, wie es ist. Hier kann man skillen. Mehrere Talentbäume hat man zur Verfügung. Hier habe ich schon was geskillt. Das ist hier, glaube ich, mein Kettenangriff. Den skill ich auch mal ein bisschen weiter. Den habe ich hier unten drin. Und hier ist die normale Waffenangriff. Also Maustaste rechts, Maustaste links. So. Oh, das sieht fett aus. Er lädt immer noch. So, wir gehen mal weiter. Ah, hier ist auch eine Quest, die man kriegt. Und er will, dass wir bestimmt da reingehen. Da kriegt man auch wieder ein paar Sachen. Bisschen Erfahrung, bisschen Geld. You have a new quest. I have a new quest. Das kann ich schon beenden? Nee, wollte schon sagen. So. Hauen wir den Mauer weg jetzt hier so. Jetzt gucken wir mal. Wir müssen noch ein Level auf jeden Fall abkommen. Damit wir da diese eine Quest machen können, denke ich mir mal. Den Download-Link für die Demo hiervon stelle ich natürlich ja rein in die Videobeschreibung. Oh, da liegt ein Toter. Looten. Da wieder Mana-Pot dabei. Unten klar mit... Ah, da ist ein... Mit 1 und 2 natürlich schnell... Ah, Schuhe. Boots. Boots. Zurück. Das war zu weit. Ich bin jetzt schon in eine Gegend gegangen, wo ich noch gar nicht rein darf. Oder rein sollte. Hoppala. Auf jeden Fall sehr geiles Spiel und macht auch Spaß bis jetzt. Klar, auf Englisch ist halt wegen Demo. Schaffst du es ja trotzdem, den Tempel? Das aussieht, soll das wohl jetzt ein Tempel darstellen. Quest, hier habe ich auch Quests drin, aber... Nee, hier habe ich gar keine Quests drin. Ich gehe jetzt wieder raus hier, weil ich gar keine Quests habe. Entschuldigung, aber... Was sein muss, muss sein. What's your business here? Aber was will der von mir? Der ist doch irgendwas. Der hat doch irgendwas für mich. Glad you made it. State your business. Weil die Quest zeigt mir schon hier an. Aber egal, wir machen eine andere. Ich mache hier die nicht. Vorbei. I don't have enough mana. I need more mana. Oh, hier gibt's ein paar Sachen zu looten. Der hat mehrere Ebenen. I need more mana. Boah, ich baller hier um mich rum, ey. Wie er immer ausholen muss. Oh ja, alles mal klein machen hier, alles mitnehmen. Aber man muss nicht groß auf die Ware draufklicken. Ich glaube, sobald er drauf läuft, lootet er sie auch. Jetzt gehen wir erstmal wieder hier hoch. Dann gehe ich lieber hier, wenn hier rein, 4 bis 5. Wenn ich diese andere Quest habe oder ein bisschen gelevelt habe. Wo sehe ich das denn? Ah, nicht mehr viel. Das Level machen wir noch. Ah, look it. Den kann ich nicht aufmachen. Baf, direkt weggemacht. Was ist das denn jetzt? Oh, sieht aus wie ein... Oh, das war wohl so ab wie ein Boss. Ich habe mich nämlich überhaupt nicht vorbereitet hier auf das Spiel. Ich habe jetzt mal gelesen, ich glaube 20. September war das rausgekommen. Der deutsche Patch ist jetzt glaube ich auch draußen mittlerweile. Für die Vollversion, das Spiel kostet glaube ich an die 20 Euro. Okay, die A-Blue kostet jetzt ein bisschen mehr. Ist aber vom Prinzip her nicht genau dasselbe, sage ich jetzt mal, aber macht genauso viel Fun. Du kannst es hier genauso online spielen, du kannst hier Singleplayer machen, das ist nichts anderes. Und ist wesentlich billiger. Und hat eigentlich auch Potenzial, finde ich. Will jetzt keine Schleichwerbung machen für irgendwas, aber... Geht auch wieder ein... Ah, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Gut, ich gehe jetzt einfach da rein und mach das mal einfach, auch wenn das eine Stufe über mir ist. Aber wir wollen ja ein bisschen was zeigen hier gerade. Dim, 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 dim. Gut, das ist so gesehen Tempel, Instanz, wie jetzt zum Beispiel in diversen anderen Spielen. Das Spiel, glaube ich, führt ab da, glaube ich, ein paar Jahre später weiter, wo der erste aufgehört hat. Ab da geht es irgendwie weiter.
Also ist es schon ratsam, vielleicht den ersten Teil nochmal zu spielen oder... Mein Mann. Oh, 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 ich bin da mittendrin. Oh, bin Level up. Ja, das passt ja. Oh, bis jetzt bin ich gestorben. Oh, 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 wieder irgendwelche Geräusche, die ein bisschen geleckt haben.